Aufgenommen. Migration und Integration neu denken. Bildung ist im Leben eines jeden Menschen essentiell wichtig für die allgemeine und persönliche Entwicklung. Bildung ist ein viel debattiertes Thema, auch und vor allem in Deutschland, ein Land, das sich den Wandel zum Bildungsland Nummer 1 zum Ziel gesetzt hat. Um das zu erreichen, muss Bildung für jeden Menschen unter ähnlichen Voraussetzungen zugänglich sein. Vor allem in Bezug auf die Migration muss der deutsche Bildungssektor hier noch integrativer und partizipativer werden. Welche Fortschritte schon gemacht wurden und vor welchen Herausforderungen man in diesem Bereich noch steht, klären wir in dieser Folge des Podcasts Aufgenommen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Videopodcasts Aufgenommen. Migration und Integration neu denken. Das Thema heute: Migration und Bildung. Mein Name ist Greta Weigel und bei mir heute zu Gast ist Nameh Ismailpour. Und Nameh ist gebürtige Iranerin, lebt seit 2014 in Deutschland, hat von 2002 bis 2009 an der Azad-Universität ihren Bachelor und Master abgeschlossen in den Fächern Englisch und Literatur und hat bereits an verschiedenen Fakultäten Englisch unterrichtet und hat promoviert im Gebiet der allgemeinen und vergleichenden Literaturwissenschaft an der Humboldt-Uni hier in Berlin. Hallo Nameh, ich freue mich, dass du heute bei mir bist. Schön, hallo und ich freue mich für die Einladung. Ja, gerne. Du bist derzeit ja auch Projektleiterin beim Kulturatelier. Magst du so nett sein und uns erklären, was das Kulturatelier macht und was insbesondere deine Aufgabe ist? Also ich habe schon Kulturatelier gegründet wegen das Problem, das ich finde, liegt in Integration und an die Klopf, das ist zwischen die Leute mit Migrationshintergrund und die deutsche Gesellschaft. Und was machen wir im Kulturatelier, ist, dass wir bieten verschiedene kulturelle Workshops, zum Beispiel Malerei, Filmschnitt, Musik oder Handwerkskunst und so weiter. Und für die Deutsche. Wochentlich machen wir schon die Workshop und verschiedene Uhrzeit. Und das Ziel von dem Projekt ist, dass wir wollen diese Club zwischen die Leute hier sind, sie haben schon auch gute deutsche Kenntnis, sie haben schon manche bis B2, bis C1 studiert und dann sie haben schon auch sehr gute Tätigkeit im Iran gehabt oder in andere Länder, auch in Afghanistan und so, aber hier konnten nicht in gute Beziehung mit der deutschen Gesellschaft haben und deshalb konnten ihr gar keinen guten Platz von Arbeit zu finden. Und ich dachte, vielleicht wegen der kulturellen Workshop, wir können diese Gap überbrücken. Ja, das hört sich super interessant an. Vielleicht kommen wir ja später nochmal drauf zu sprechen. Wir sind ja heute hier in der Folge, um über das Thema Bildung zu sprechen. Und gerade für Migranten und Migrantinnen ist es besonders oft schwer, in Deutschland Zugang zum Arbeitsmarkt zu bekommen. Gerade bei Geflüchteten oder Menschen, die neu nach Deutschland kommen, ist es ziemlich schwer, unter anderem auch wegen fehlenden Unterlagen, dass ihre Abschlüsse oder die Ausbildung, die sie in ihrem Heimatland eben schon gemacht haben, hier anerkannt werden. Wie bewertest du die Situation? Hast du da eigene Erfahrungen gemacht oder auch von Freunden? Also ich kenne auch die Leute, das sind auch tätig in Kulturatelier. Sie haben schon alles, also einen Bachelor-Abschluss im Iran gemacht, aber sie konnten nicht ihre Dokumente hier einfach anerkennen oder sie haben schon Probleme wegen dieser Anerkennung. Deswegen, sie müssen in andere Richtung außer ihre Bildung zu arbeiten. Und ich finde, das ist schon sehr schade. Und ich finde, dass jetzt momentan gibt es schon auch verschiedene Kurse, verschiedene diese Organisationen, das hilft die Leute, diese Anerkennung für die Abschluss machen. Aber ich finde, das ist nicht reicht vergleichbar mit die Leute, diese Abschluss haben und nach Deutschland als Migrant angekommen sind. Also es ist nicht vergleichbar. Nehme ich ja auch total absurd. Du hast es jetzt schon angesprochen. Viele Leute, zum Beispiel, ich nehme jetzt das Beispiel vom Iran, es hat ja ein relativ ähnliches Bildungssystem zumindest wie zum Deutschen. Man geht in den Kindergarten, man macht bis zur 12. Klasse Schule, dann kann man Bachelor-, Masterstudiengang machen und auch sein Doktorat. Oder man macht handwerkliche Ausbildungen.
Stimmst du dem so grundsätzlich zu, dass es sehr ähnlich ist, das deutsche und iranische Bildungssystem, oder sagst du, na, da gibt es schon ziemlich grundlegende Unterschiede? Also es gibt gar keine grundlegende unterschiedliche. Es ist auch schon so, also ich muss sagen, das iranische Bildungssystem war Teil auf die deutsche Bildungssystem gebildet. Auch diese Ausbildung Sachen, dass man macht schon von 3 Jahre oder 1 Jahr oder so, gibt es auch gleich im Iran, und die Leute wollen zum Beispiel Mechaniker sein oder Bäckerei oder verschiedene, also diese Richtung können auch das machen. Es ist schon endlich. Was ich finde, das ist Problem, und dann das ich finde, dass das Problem zwischen die Leute von Iran kommen mit dem gleichen Abschluss. Und hier ist das Anerkennung ohne Sprache. Diese zwei ist das große Problem für die Leute, dass hier konnte nicht gute, also in Arbeitsmarkt gute Stelle finden. Okay. Jetzt habe ich uns eine Studie mitgebracht vom Bundesinstitut für Bildung, und die hat Folgendes ergeben. Jugendliche mit Migrationshintergrund, die der dritten Generation angehören, also wo dann schon die Großeltern nach Deutschland gekommen sind, sind bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz erfolgreicher wie Jugendliche, also genauso erfolgreich wie Jugendliche ohne Migrationshintergrund. Woran kann es liegen, in deiner Meinung nach, dass es erst bei der dritten Generation so eine Chancengleichheit gibt und bei der ersten Generation zum Beispiel noch nicht? Also in meiner Ansicht, es ist schon so, dass erste Generation, die Leute nach Deutschland geflogen, das Problem war, sie waren schon, hat sehr gute Zustand im Iran. Alle, also wenn jemand an die Alte von die Leute schaut, sind sie meistens über 40, über 45, und dann sie waren alle meistens erfolgreich im Iran. Und sie haben schon nach Deutschland wegen politischer oder meistens diese soziale Situation geflogen. Und wenn ihr hier seht, dass das Problem war, es ist schon schwer von einer Person mit 45 Jahre alt oder 55 Jahre alt, alles auf dem Anfang zu beginnen. Also genau, und dann also die Sprache zu lernen ist auch, ich finde, dass also deutsche Sprache ist auch schon ein bisschen schwer zu lernen, also besonders von 50 Jahre alt Leute, oder ich sage nicht, das ist nicht möglich, aber es ist schon schwer. Und also nochmal Ausbildung machen, nochmal alles diese Abschluss und alles anerkennen. Und ich denke, damals war schon auch deutsches System war auch schon ein bisschen langsamer als jetzt. Und dann das macht schon alles eine ja, unterschiedlich. Und dann die Leute hier sind, sie waren schon in die Schule gegangen, sie waren schon auch in der deutschen Struktur erwachsen geworden. Und deswegen, sie sind schon erfolgreich und sie können einfacher in das System, also begrüßen werden. Okay. Diese Studie hat außerdem gesagt, und das finde ich persönlich ein bisschen schwierig, die Aussage, dass vor allem bei Jugendlichen der ersten Generation das Bewusstsein dafür, dass es wichtig ist, eine Ausbildung zu machen, oder generell, dass sie es nicht so wichtig ansehen, sich persönlich beruflich weiterzubilden, als zum Beispiel Jugendliche der dritten Generation. Findest du, das kann man so pauschalisieren? Also hatte die erste Generation einfach weniger Lust als die dritte, oder hat das eigentlich andere Gründe? Es liegt, der Hauptgrund in meiner Ansicht ist, dass das erste Generation waren schon diese Versuch in ihre Heimat gemacht. Und sie waren schon ein bisschen müde, nochmal alles zu probieren. Und deswegen, ich denke, es war schon dieses Ziel und dann auch der Wunsch von der ersten Generation. Das war nicht da. Ja, und dann hast du gerade eben auch noch einen anderen Punkt angesprochen, den ich heute auch gerne irgendwie besprechen würde, und das ist nämlich die Sprache, weil Kommunikation funktioniert nur mit Sprache, und Bildung kann eigentlich auch nur im Diskurs funktionieren, wenn man kommuniziert miteinander. Und zum einen würde ich dann gerne von dir wissen, glaubst du, es wäre sinnvoll, wenn Lehrer oder auch Erzieher Weiterbildungs- oder Fortbildungsmöglichkeiten in Anspruch nehmen, wo sie zum Beispiel
Persisch lernen oder Arabisch lernen, vielleicht auch nur Grundkenntnisse, dass sie zum Beispiel mit den Kindern in der Schule ein bisschen kommunizieren können. Glaubst du, das ist wichtig oder glaubst du, das würde keinen Unterschied machen? Also ich denke, das ist ganz richtig. Ich habe schon auch ein Kind und dann, ich finde, dass wenn zum Beispiel, wenn jemand kann auch ihre Sprache, das Muttersprache lernt oder mindestens die Muttersprache kulturelle kennt, kann besser mit einer schweren Situation helfen oder eine Lösung finden. Und ich denke, das ist auch gut, wenn wir, also nicht nur Erzieher in der Schule, aber auch die anderen Leute, die in dem Ausbildungssystem tätig sind, ein bisschen zum Beispiel eine Weiterbildung oder zum Beispiel einen Workshop während dieses Herkunftskontext machen. Es ist nicht nur eine Sprache zu lernen, sondern auch eine Gesellschaft, eine kulturell. Warum zum Beispiel, also mein Kind muss das nicht das lernen. Warum? Was ist das Problem? Weil, oder warum das Kind von solche reagieren von dieser Situation? Wenn die kulturelle ist schon gelernt, wenn der Sprache ist schon gelernt, dann denke ich, man kann auch bessere Beziehung oder Kommunikation haben. Also könnten wir zusammenfassend irgendwie sagen, für die Bildung ist eben auch nicht nur Sprache zu lernen wichtig, sondern eben auch dieser interkulturelle Austausch mit der deutschen Aufnahmegesellschaft. Das ist ja auch irgendwie das, was ihr beim Kulturatelier dann schaffen wollt mit den Workshops. Genau, also was ich mache, was ich denke, ist, dass wir müssen nicht nur einseitig überall denken, müssen wir Multiperspektive und Multiaspekt von verschiedenen Seiten anschauen. Und dann, was ich mache in Kultur, ist, dass ich denke, dass Integration oder Integration von einer Gesellschaft liegt nicht nur an der Integrationskurse oder Sprachkenntnis, sondern die Kommunikation und Netzwerk mit der Gesellschaft. Also in unserem Beispiel deutsche Gesellschaft mit der anderen Gesellschaft, die hier kommen. Und dann, was das ist, was ich im Kulturatelier mache, diese Kommunikation und Netzwerk zu machen. Ja, super, dann wünsche ich dir dabei auf jeden Fall weiterhin erstmal viel Erfolg. Die Zeit rennt. Ich glaube, zusammenfassend können wir irgendwie festhalten, dass Bildung und die Kommunikation auf jeden Fall extrem hohe Priorität hat und dass Migranten und Migrantinnen auf jeden Fall einen fundamentalen Beitrag dazu leisten können, um Deutschland auch irgendwie fitter für die Zukunft zu machen, wenn man das von ihnen erwartet und sie eben auch lässt. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Naomi, dass du heute hier warst. Und vielen Dank auch an unsere Zuschauer, dass sie eingeschaltet haben. Und ich freue mich vielleicht, sie bald wiederzusehen und auf Wiedersehen.